Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planet Coaster. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, so wie es ausschaut, gab es tatsächlich schon ein Update in der Zwischenzeit. Sprich, ich hoffe, dass diese bösen, schieren, grauslichen Ruckelereien und so alle jetzt weg sind. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich direkt aufs Spiel konzentrieren. Und ja, wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Keine Frage, wir haben jetzt eine Attraktion. Wo auch schon viele Leute an der Schlange stehen. Natürlich muss ich jetzt weiterbauen. Ich habe ja auch schon ein Gebäude gebaut für unsere Angestellten, damit wir da eben genug Platz und alles Mögliche haben. Drei Leute. Wie viel habe ich denn aktuell? Ich habe eh nur zwei. Ich habe den Hausmeister und einen Mechaniker. Und das sollte vorerst jetzt einmal reichen, glaube ich. Großes Ziel, natürlich Kohle machen vorerst mal, bevor ich da wirklich riesengroß weiterbauen kann. Das heißt, wir werden als nächstes wieder eine Attraktion bauen, irgendetwas, mit dem wir Geld verdienen können. Und ja, da müssen wir schauen, was bauen wir da am gescheitesten. Swift Eagles haben wir ja jetzt schon. Ich möchte natürlich irgendwas bauen, was wirklich auch funktioniert, so wie eben hier das Swift Eagle, das haben wir Übelkeit 2,23 und die anderen Sachen sind bei 3, irgendwas auf. Das ist in etwa das, was ich anplane, anpeile, anziele. Sachen wie das hier, wo wir beim Spaß nur 2,7 haben und gar nur 1,4. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt auszahlt zu bauen. Wenn, dann können wir das irgendwann später in irgendwelchen kleinen Bereichen, wo ich ja dann, keine Ahnung, einen Märchenbereich hier baue und einen anderen Bereich hier baue oder so. Da kann man dann sagen, ja, für die kleinen Kinder tun wir dann so ein Mini-Karussell oder so bauen. Jetzt möchte ich aber irgendwas einmal haben, was uns wirklich Kohle bringen kann. Und es würde eigentlich, was ist denn das? Ein Tagata? Nein. Autodrom? Oder wie? Ja, Tatsache. Das wäre natürlich auch gleich mal ein Klassiker. Dass wir den unter Umständen gleich herstellen, hier an der Seite. So, würde ich fast sagen. Vielleicht ein bisschen weiter weg, dass wir die Warteschlange dazwischen reinknallen können, auch schön. Warum nicht? Mit der Kohle her geht es sich auch aus. Wobei, ich möchte jetzt mal schauen, Parkverwaltung, wie schaut es denn aus? Wir machen aktuell ja, wir haben natürlich ein Minus gemacht im letzten Monat, weil wir eben viel gebaut haben. Das ist aber selbstverständlich. Wie schaut's aus bei den Gästen? Schnell vorbei. Mehr Getränkeladen, Fahrgeschäfte. Ja, das werden wir jetzt eh alles bauen, langsam aber doch. Ich würde sagen, wir fangen mal dann im Autodrom an. Stellen das jetzt einfach mal dezent so auf. Gut, wir brauchen natürlich einen Eingang und einen Ausgang. Perfekt, so, dann werden wir auch kurz mal die Zeit pausieren und kümmern uns jetzt um das Rundherum-Zeugs, was wir brauchen, wie eben wieder Mülleimer, Lampen und das ganze Zeugs. Und da möchte ich mich ja eh, wie schon erwähnt, auf diese blauen Sachen da konzentrieren. Das ist so ein bisschen universell wirken. Auf jeden Fall mal hier im Anfangsbereich. Stehlampen. Da haben wir's. Kommen natürlich auch schön hin. Da, wo es Sinn ergibt und wo es Sinn macht. Voilà. Was wir auch überlegen könnten, dass wir vielleicht auch mal Parkbänke aufbauen, damit sich die Leute hinsetzen können. Das ist natürlich die Frage, Parkbank 2, wie schaust denn du aus? Das ist eine Gitterparkbank. Ich persönlich bin ja kein Fan von diesen Gitterparkbänken. Ich mag eher diese Holzbänke, die ich da drüben eh auch schon habe. Na, die werden wir quasi fast vis-à-vis aufbauen.
Möchte jetzt eigentlich irgendwie so einen Raster machen. Was das Platzieren angeht. Anscheinend nicht. So wie ich will. Also macht ja nichts. Ich kann ja mal nach freiem Auge gehen. Voila. Dann sollten wir vielleicht aber auch neben diese Dinger Mistkübel oder Mülleimer aufstellen. Machen wir es wieder auf der Außenseite. Perfekt. Das sollten wir natürlich auch testen lassen in der Zwischenzeit und werden den Preis vielleicht auch gleich ein bisschen höher treiben. Weil immerhin ist ja unser Park gratis. Also die Leute kommen ja gratis rein, die müssen nichts dafür zahlen. Dementsprechend kann man ruhig ein bisschen mehr für die Fahrgeschäfte verlangen. Jetzt geht es aber wieder um die Deko. Ich muss da wieder ein bisschen dekorieren, damit das Ganze auch für die Leute attraktiv aussieht. Und ich werde mich da wieder auf meine Palmengeschichte und Steine und so weiter verlassen, weil ich bin einfach ein Fan von den Zeugs. Immer so, dass nicht unbedingt alles direkt irgendwo reinsteht. Zum Beispiel so. Ja, schaut ja schon ganz gut aus. Dann hätte ich natürlich gleich einen fetten Busch hier. Voilà. Gefällt mir auch gut. Und dann kommen natürlich wieder meine Lieblingssteine mit Büschen in Verbindung. Bin gespannt, ob man jetzt hier bei dem auch wirklich gute Bewertung zusammenkriegen. Weil irgendwie wollte es ja beim anderen, bei der anderen Attraktion, die wir da haben, nicht unbedingt so tadellos funktionieren, wie ich es haben wollte. Pflanzen wir den mal so her. Dann brauchen wir natürlich Palmen. Palmen, Palmen, Palmen. So. Was haben wir denn da jetzt für eine Szeneriebewertung? 61, okay. Weil bei dem Gebäude haben wir eben nur 78, was ich interessant finde, weil vorhin war es noch im roten Bereich. Okay, interessant. Das macht aber gar keinen Sinn. Stört mich aber auch nicht. Ich mache einfach weiter. Und zwar werden wir uns jetzt auch Büsche organisieren. Mein Freund, der Busch. Nehmen wir den ein bisschen. Dann versenkt man. Na, das haben sie noch immer nicht behoben, die Schweine. Schon wieder das Problem, dass wenn ich nach oben oder unten drücke, dass er automatisch im Boden verschwindet. Kommt aber anscheinend darauf an, wie ich drauf schaue. Geht ja so halbwegs. So, damit wir da keine kahlen Stellen haben, werden wir da auch noch ein bisschen Büsche platzieren. Und selbstverständlich auch hier. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir da ein bisschen runtergehen müssen, damit da nichts aus dem im Weg ist. Drehen es vielleicht ein bisschen. Geht ja schon fast. Ich könnte natürlich auch noch ein bisschen die Büsche variieren. Was haben wir denn da? Miniatur. Du? Nee, du gefällst mir nicht. Waldbusch. Okay, interessant. Ich wäre aber fast dafür, dass wir auch irgendwas mit Farbe reinklecksen. Oder so Kakteen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Die sind nicht groß. Die kann ich da wirklich schön irgendwie reinquetschen. Einfach so mal verteilt platzieren.
kann ich dann natürlich auf der Seite hier auch machen. Und da gibt es ja noch einen zweiten, aber einen größeren. Ja, den kann man auch verwenden. Der schaut gut aus. So. Wenn wir hier auch noch einen herknallen, hätte ich gesagt. So, wie schauen wir denn jetzt aus? 78% schon. Und das, obwohl ich noch nichts rund um die Attraktion gemacht habe. Was ja schon mal ganz cool ist. Das heißt, ich kann die Zeit eigentlich schon wieder loslaufen lassen. Und hoffe, dass dann auch ein paar Leute dorthin gehen und sich an der Schlange anstellen und wir endlich Kohle machen. Da ist eine Mucke ab. Da muss ich mir eher beim Autodrom denken. Dann werden wir da ein bisschen herumspielen. Wo macht man denn das hier? Musik ändern. Bumpercar Medley. Keine Ahnung. Die Achterbahn, was ist denn das? Planet Dubstep, jawoll. Sag an, was kannst. Ich möchte das jetzt hören. Planet Dubstep. Startest du auch oder wartest du noch? Ich glaube, der wartet noch. Ja. Ja. Haut euch rein in die kleinen Karts. Okay, muss ich da jetzt irgendwie einstellen, dass der da früher startet als, mache ich denn das? Erweiterte Einstellungen. Minimal besetzt, was? Ah, da ist schon los. Ein mega Dubstep. Das wird der Oma da gefallen. Aber jetzt rennt das Geschäft auch schon mal. Was natürlich eine coole Sache ist. Jetzt wird es auch ganz schnell wieder Tag. Puh, muss ich ein bisschen auszoomen, weil sonst wäre ich derisch da. Monatlicher Gewinn 571. Das ist gut. Das ist schön. Das ist ideal. Was wir als nächstes vielleicht noch machen könnten, ist dann natürlich schon mal in Richtung Getränkebuden und so weiter planen. Gehen wir mal da auf Getränke laden. So, ich hätte gern irgendwas, was natürlich dazu passt. Was haben wir denn da? Alter Schwede. Smoothies, Pipshot Water, Gloopy Slush, Pipshot Juice, Gloopy Soda und Gloopy Energy. Ich würde mal sagen, wir nehmen Gloopy Water oder Pipshot Water oder wie auch immer das heißt. Und was da natürlich jetzt für mich relativ wichtig ist, ist, dass ich das Ganze dann auch so platziere, dass das Sinn ergibt, weil ich möchte natürlich Szenerie. Nein, nicht Gebäude, da muss ich wahrscheinlich auf Erstellen gehen. Und uiuiui, da gibt es auch verdammt viel. Wo sind denn die blauen Sachen? Ich hätte nämlich gerne diese genau dieselben Mauern, die was da bei dem Geschäft verwendet werden. Also blau mit so einem weißen Bogen oben drüber. Uiuiuiui. Ist natürlich die Frage, ob ich das überhaupt finde. Oder ob das überhaupt schon fix fertig zur Verfügung steht. Ich habe hier schon mal das Holz. Das ist schon mal was Gutes. Jetzt brauche ich aber nur das blaue Zeugs. Dingens. Stein. Holz. Nee. Nee.
bin ich wieder am Anfang. Geländer, okay. Was gibt es denn da für Filter? Kann ich da irgendwas einstellen? Baumaterial, Ziegel, Kalkputz, Kalkstein, Ziegelflach. Oh mein Gott, ich muss mal rausfinden, was da überhaupt was ist. Was bist denn du? Tafelte Wand. Kann man mal kopieren. Ja. Ja. Okay. Das ist jetzt Dachfuge flach. Okay, die will ich auch kopieren. Uiuiui. Okay, dann muss ich die Rastergröße ändern. Das Flackern macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, aber egal. Rasterhöhe kann ich nicht kleiner machen. Was habe ich jetzt gemacht? Das war ein Blödsinn. Okay, noch einmal. Ich will diese Wand hier kopieren. Platzieren wir es einmal. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte... Ist ja ein bisschen höher, oder? Kann ich dich jetzt verschieben? Halten für die Höhe? Ja, ich komme da aber nicht auf das Gleiche. Nee. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Achso. Ja, dann schwebt das Ding ja aber. Vom Gebäude trennen, das wäre es vielleicht. Ha, Stepp, so. Genau, jetzt kann ich nämlich die Achse auswählen. Bewegt es. Ein kleines bisschen weiter runter. Das war fast zu viel. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, das wird so viel schiere Spielerei. So, wie schauen wir jetzt aus? Ja. Schaut ja schon fast gut aus. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem hier. Kopieren. So. Unten. Und jetzt habe ich wieder dasselbe Problem, dass es auch nicht ideal ist. Okay, wir werden das einfach mal produzieren. Klicken es wieder an. Nee, nicht umbenennen. Sagen vom Gebäude trennen. Und bewegen es jetzt. Ein bisschen nach unten. Kann ich da Bewegungsausrichtung an? Da kann ich auch wieder nur 25 cm nehmen. Okay. Aber das macht nichts. Jetzt habe ich schon mal so eine Wand gebaut, wie ich es haben wollte. Weil ich möchte schauen, dass ich da hier in der Mitte oder in diesem Quadrat hier quasi ein paar Geschäfte aufbaue, wo die Leute irgendwas kaufen können. Unter Umständen vielleicht auch noch ein, zwei Plätze zum Reinsetzen oder so machen. Und ja, das soll dann alles mit diesen Wänden schön umzäunt sein, dass man quasi das Innere nicht sieht. Was wir vielleicht noch machen könnten ist, das wäre eine Idee, dass ich den Weg natürlich auf den richtigen einstelle. Wo ist der rote Weg? Also. Und jetzt den Raster auswähle. Warum wählst du nicht Raster aus? Genau. Machen wir das. Einmal ist aber nicht so, um ehrlich zu sein. Ich will das hier auch.
Nee. Mehrfach Hauswahl. Nee, ich will wieder auf die Wege. Da. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich da zuerst machen muss. Ich muss da löschen, 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 löschen. Ich muss jetzt sagen, Rasterauswahl. Geh von dem einmal gerade weiter. Genau, so muss ich das machen. So, und jetzt kann ich so und so machen. Perfekt, jetzt habe ich da einen kleinen Platz, wo ich dann so Parkbänke und so weiter hinbauen kann. Und muss mich hier dann natürlich ein bisschen spielen mit dem ganzen Zeugs. Wir werden aber zuerst einmal natürlich schauen, dass wir für die lieben Gäste einmal das hinstellen, was sie alles haben wollen, im Sinne von Tischen und so weiter und so fort. Ah ja, die sind aber... Ich will, dass die im rechten Winkel schön sind. Passt das so? Das passt so. So. Gibt es da auch ein Raster? Nein, gibt es nicht. Kacke. Egal. Sollte circa die Mitte sein, würde ich mal sagen. So. Zack. Winkelausrichtung schön und gut, aber ich will ein Raster haben, damit ich das schön platzieren kann alles. Gibt's leider nicht, haben wir Pech gehabt. So. Dann natürlich wieder das übliche mit Mülleimer. Wie sieht die davor aus? Das passt davor. Sehr gut. Dann kann ich mich auch dann nachher darum kümmern, dass das hier alles so in etwa einheitlich ist. Perfekt. Und jetzt können wir noch schauen, wegen Servicegebäude für die Kunden natürlich mal Toiletten. Ganz, ganz wichtig. Alter Schwede, da gibt es nur die fette große... Oh mein Gott. Kleiner geht's nicht. Kann ich dann so ein Szenerie-Dingsbums bauen einmal? Ja, das schaut gut aus. So, jetzt habe ich die Winkelrichtung wieder. Aber ich glaube, das passt jetzt, oder? Passt das vom Winkel? Ja, das schaut gut aus. Und dann kann man sagen, wir stellen hier jetzt eben so ein Gebäude her. Sehr schön. Vom Gebäude trennen. Und rückgängig. Danke. das wollte ich nicht. Weil ich möchte da jetzt reinsetzen ein Toilettengebäude. Was haben wir da? Personal. Erste Hilfe. Toilettenblock. Okay, ich glaube, das kann ich so nicht machen. Gut, dann werden wir das wieder entfernen. Die Tür natürlich auch. Machen das manuell. Ich hätte gern eine Toilette. Machen wir die. Da. Stellen wir mal da her. Perfekt. Und jetzt muss ich da rundherum irgendwie so ein Gebäude bauen. Und zwar am besten wahrscheinlich dieses hier. Und zwar so, dass es natürlich gut ausschaut. Voilà. Schon haben wir unsere Toilette stehen. Es ist ja sensationell, ich stehe auf das Spiel einfach. So, ich brauche aber wieder meine altvertrauten Stehlampen. Die natürlich ein bisschen zu hoch platziert sind. Jetzt ist das schon wieder der Fall da. Warum bist denn du jetzt schon wieder so? Warum?
Noch immer zwei. Schwebst du? Ja, du schwebst tatsächlich. Jetzt möchte ich wieder wegzoomen. So. Jetzt passt das. Sehr schön. Gut, dann können wir die Dinge jetzt mal platzieren. Einmal hier. Einmal hier natürlich. Dann natürlich im Eingang von dem ganzen Zeugs hier. So wie auch hier, selbstverständlicherweise. Das soll ja alles irgendwas gleich schauen. Und ich werde das auch hier in den Ecken machen. Ja. Ja, so ein Spiel mit dem Controller steuern ist nicht immer das Einfachste, aber es funktioniert. Man muss sich nur in Geduld üben. So, schaut ja schon mal gut aus. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schon die Möglichkeit, irgendwie dann Futterstände aufzubauen. Ich glaube, dass das hier ein bisschen zu eng sein wird für so einen Futterstand. Und hier, das wirkt enger als das hier herüben, lustigerweise. Da habe ich den Weg wahrscheinlich nicht lang genug gemacht. Oder ich habe hier nicht genau in der Mitte vom Weg angesetzt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Aber wir könnten ja theoretisch auch sagen, wir machen einen Futterstand, der in diese Richtung schaut. Und hier auch einen Essenstand, der in diese Richtung schaut und so weiter und so fort. Das schauen wir sich am besten auch gleich an. Servicegebäude. Schauen wir mal zuerst wegen einem Essensshop. Was haben wir da? Dicky Chicky. Okay, von mir Miss Good. Ice Cream. Chief Beef. Pizza Pen und Hot Dog Squad. Bin jetzt mal schwer fürs Hot Dog Squad, um ehrlich zu sein. Jetzt zurück. Perfekt. So, die Frage ist natürlich, ich muss das genauso weit ausrichten oder genauso weit weg vom Weg machen wie die anderen Gebäude sind, weil sonst schaut das natürlich nicht gut aus. Oder ich werde da einfach ganz anders reagieren oder agieren. Na, ich stelle es jetzt einfach mal daher. Hot Dog Squad. Lieber Hot Dog Squad, wir werden da gleich einmal die Preise hochtreiben. Alter Schwede, bei der Musik wäre ich aber alt. Und wir werden das einstellen, dass das bei allen Hot Dog Squads dasselbe ist. Die Toilette lassen wir kostenlos. Da werden wir da zwar dann ein Minus schreiben, logischerweise, aber das macht mir jetzt nicht unbedingt so viel. Und die Leute können hier was zum Essen kaufen und sich dann hier hinsetzen und das Ganze konsumieren. Vielleicht werde ich auch noch Parkbänke hier an dieser Kante entlang aufstellen. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist was zum Trinken natürlich. Da habe ich gesagt, nämlich das Dippy Water oder Pipshot Water, genau. So, Pipshot Water. Wie groß bist denn du? Du bist ja relativ groß, oder? Aber ich kann dich da reinquetschen. Das ist schon mal was Cooles. Was ich jetzt noch machen möchte, ist natürlich, dass ich schaue, dass das hier wirklich von der Mauer her ident ist. Genau. Warum nicht? So, da werden wir auch noch mal kurz die Preise anpassen. Mineralwasser 5 Euro. Mineralwasser X 5,50. Perfekt. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Mauer hier kopieren. Panik. Hierher setzen. Zack. Platzieren wir mal. Dann wählen wir diese eine Mauer aus, sagen vom Gebäude trennen.
Jetzt verschieben wir das Zeugs. Schieben das so ein bisschen ineinander. Schauen, dass wir da auf demselben Höhe kommen. Das ist nicht einfach. Oh, das war zu viel. So. Passt das jetzt? So, das passt jetzt. Man sieht zwar noch hier die Kante, aber das macht mir nichts. So hätte ich mir das eigentlich jetzt vorgestellt gehabt für die ganze Runde rundherum. Aber ich habe da jetzt improvisieren müssen wegen diesem Platz, den ich da gebaut habe. Dementsprechend werde ich das vielleicht nur so um die Kurve machen, so U-förmig. Und ja, werde den Rest dann einfach mit Pflanzen und dem restlichen Zeugs alles verkleiden. Jetzt heißt es natürlich noch schnell Lampen platzieren. Zack, und auch Mülleimer. Und langsam aber doch nimmt das Ganze ja Form an. Fällt mal. So, haben wir da. 80% haben wir hier schon. 93% haben wir hier schon. Wir machen hier schon ein Plus. Hier noch nicht. Oder? Oh ja. Warteschlange war voll. Das macht mir nichts. Gut, ich werde an der Stelle jetzt hier mal wieder Schluss machen, weil wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Verdammte Kacke. Ja. Es ist ein sehr zeitfressendes Spiel und das Problem ist, wenn man sich dann so rein vertieft wie ich, dann verliert man auch gerne mal die Zeit aus dem Auge. Macht nichts. Ich glaube, die Leute, die das Spiel interessiert, die stört das eh nicht, wenn es 1, 2, 3 Minuten länger geht. Ich werde an der Stelle jetzt trotzdem wieder sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.